Und damit willkommen zurück zur Action hier. Volle Kanne, gerade Doomlord. Ich bin sehr gespannt, ob das hier so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber ich glaube mal, das hört gut aus. Also hier kann ich gerade gut verteidigen. Hier bin ich gerade auch dabei. Wenigstens so ein bisschen. Ich muss ja nur gucken, dass hier meine Einheiten nicht sterben, sondern, ja, das ist das Problem, weil die halt einfach angreifen. Ich muss ja hier bloß durchhalten. Aber hier hat es jetzt gar nicht mehr viel. Ihre Befehle, Kommandant? So ungefähr könnte man das sagen. Kein Gegner kommt an uns vorbei. So, jetzt hauen wir ab. Das ist nämlich alles verteidigt. Commander an Deck. Springt Ihre so schnell Befehle, ihr könnt, Kommandant? Bitte. Ihr Freund und Helfer. So. Ein bisschen mehr Schaden kann Höre nicht schaden. Höre laut und deutlich. So. Zeit ist knapp. Raketenhaare, Flugfeld. Konsat hat Feinde im Anflug erfasst. Bereit, bereit. Phasensprung auf mein Signal. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Ja. Oh, das schaut ja wild aus. Aber vielleicht kann ich den Titan jetzt zerstören. Weil der kassiert jetzt hier. Alle auf den Titan, wenn ich den ausradieren kann. Vor allem, er muss fliehen, wenn der Titan fällt. Er kann dann nicht mehr kämpfen, das geht nicht. Sobald der Titan... Da, dann ist dann halt Schluss, ne? Großkampfschifffabrik benötigt. Ja. Ah, Novalitkanone Tät jetzt gehen? Will ich aber nicht. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ja. Obwohl, soll ich eine Novalitkanone bauen? Ja, wieso nicht? Warum nicht? Sie haben ein Problem mit dem Jäger? Geht so. Berechne Sprungkoordinaten. Weiterer Ausbau des Planeten erforderlich. Ein anderes Bauwerk steht im Weg. Komm, so, haben wir den... Anflug erfasst. Yeah, jetzt ist er kaputt. Schaut es euch an. Das hat funktioniert. Das war super. Ein Großkampfschiff haben wir verloren. Ärgerlich. Weil ich jetzt nicht weiß, welches. Das heißt, ich werde gleich nochmal durchgucken müssen, welche Schiffe ich alles habe. Aber zumindest konnte ich jetzt dann zwei große Flotten vernichten. Und das sollte mir enorm weiterhelfen. Geschwaderführer hier. Ihr Freund und Helfer. Ja. Ich weiß nicht, welches Großkampfschiff zerstört wurde. Ich weiß es leider nicht. Wir haben einen Schlachtkreuzer, Panzerkreuzer, Kolonialkreuzer, Panzerkreuzer. Hey. Sie haben ein Problem mit dem Jäger? Träger, Panzerkreuzer, Träger, Schlachtkreuzer. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Okay, dann ist irgendwie ein Hilfskreuzer, keine Ahnung. Irgendwie sowas wird kaputt gegangen sein. Nur schnell! Ihr Freund und Helfer! Ich würde mal sagen, das haben wir grandios verteidigt. Niriope. Bauwerk komplett. Ich glaube, du unterschätzt meine Macht auf diesem Planeten. Der Blödkopf denkt, er hätte hier eine Chance, hat aber nicht. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Nicht solange ich im Schutz der. Wir sind bereit. Der Sternbasen kämpfe. Bauwerk komplett. Und genau das tue ich. Der hat hier keine Chance. Ja. Nee, der schaut doch super aus.
Weiß gar nicht, was er hier noch probieren will. Das ist, das hat er verloren. Alle Geschütze bereit. Bei aller Liebe. Ich habe zwar sehr viel verloren. An Truppen, aber das kann ich alles wieder aufbauen. Das passt schon. Bereit. Wir sind bereit. Und ich werde das alles wieder aufbauen. Da, das, der kassiert. Alle Geschütze bereit. Gut, jetzt muss ich also dann demnächst gucken, was fehlt mir noch. Höre welches Großkampfschiff habe ich verloren? Ich weiß es nicht. Deutlich. Ich weiß nicht mal, welches es gibt. Na, ein Kuvert, das verwendbar ist, sollte ich nicht benutzen. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Irgendeins dieser alten Studienblätter. Ja, genau. Okay. Bereit. So. Ich habe Titan einmal. Der zählt nicht, aber ich schreibe ihn trotzdem an. Dann Schlachtkreuzer. Schlacht 1. Panzer 1. Kolonie 1. Noch ein Panzerkreuzer. Dann einen Träger. Ja, ja, ist egal. Noch ein Panzerkreuzer. Träger. Und noch zwei Träger. Ja. Also vier Träger. Dann ein Schlachtkreuzer. Noch zwei Träger. Okay. Und dann noch ein Schlachtschiff. Halt, Moment. Ah. Schlachtschiff. Also wir haben hier ein Panzerkreuzer. Panzerkreuzer. Schlachtkreuzer, Schlachtschiff. Kreuzer und Schlachtschiff. Kampfbereit. Das heißt, ich habe... Piraten sind unterwegs. Ein Schlachtschiff. Was macht denn das Schlachtschiff? Was kann das denn? Schlachtkreuzer, Schlachtschiff. Hä? Kreuzer. Enter. Ja, da brauche ich bloß einen. Dann holen wir dann. Da ist wahrscheinlich ein Panzerkreuzer kaputt gegangen. Dann machen wir jetzt noch einen Panzerkreuzer. Okay. Und dann müsste es wieder passen. So. Wer braucht Luftunterstützung? Und dann haben wir einen Träger, brauche ich noch. Träger. Upsi. Hier. Träger. Panzerkreuzer, schwerer Kreuzer. Ah, okay, nee, das. Schwerer Kreuzer. Komsat hat Feinde im Anflug erfasst. Schwerer Kreuzer. Panzerkreuzer? Nein? Okay. Robotkreuzer. Ernsthaft? Unserem Ziel. Na gut, bitteschön. Oh, das schaut auf Dauer nicht gut aus. Ja, der greift da an. Jetzt kommen die dicken Kanonen. Bestätigt. Wir sind bereit. Ich werde jetzt hier ein Militärlabor abreißen und dann anschließend noch ein Übertragungszentrum bauen zu können. Phasensprung auf mein Signal. Ihre Befehle, Kommandant. Oh, den Träger, den Titan, den hau ich ihm weg. Da kann er sich sowas von drauf verlassen. Ihre Befehle, Kommandant. Kein Gegner kommt an uns vorbei. Getreu unserem. Der kassiert jetzt, aber richtig. Na komm. Na gut, die Novalid-Kanone, wenn kaputt geht, wäre teuer, ne? Weiterer Ausbau des Planeten erforderlich. Könnte ich dann aber auch nicht ändern.
Berechne Sprungkoordinaten. Okay. Bereit für die vorderste Front. Phasensprung auf mein Signal. Und hier unten bauen wir dann... Alle Energie auf den Sprungantrieb. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Das da. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Okay. Na gut, müsste passen. Unsere Flotte wird angegriffen. Okay. Ja, haha. Ein bisschen angegriffen wird sie, aber der Titan ist bloß Stufe 5. Der kriegt jetzt richtig aufs Maul und dann habe ich 3 Flotten besiegt. So, jetzt machen wir hier mal dick Party, Jungs. Fluxfeld. Oh ja, Fluxfeld ist eine sehr gute Fähigkeit. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Ja, der kriegt das. Den hauen wir weg. Höre laut und deutlich. Da kenne ich nichts mehr. Loyalität pendelt bei 40%, ist nicht gut. Die muss weg. Die muss hoch. Ja. Commander an Deck. Ihr habt den Commander gehört. Sie wählen aus, ich mach den Rest. So. Ihr Freund und Helfer. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Volle Energie auf den Sprungantrieb. So. Na, wie schaut's aus, kleiner Mini-Blöd-Titan? Ja, der kriegt jetzt richtig kriegt der jetzt kaputt. So. Na, schaut euch das an. Der kassiert doch. Schaut ein bisschen wild aus, aber das wird schon. Ich bin einfach im Vorteil. Bis auf das Ding mit der Loyalität, das nervt. Ich werde wahrscheinlich gleich da hoch müssen. Und ich weiß nicht, ob ich es kann, aber ich will den Planet nicht verlieren. Und bei 31%, das ist nicht gut. Weiterer Ausbau des Planeten erforderlich. Ich weiß auch nicht, ob mehr Übertragungszentren wirklich zuträglich sind. Helfen die mir? Ein Problem mit ich weiß Krieger? Es nicht. Zeit ist knapp. Aber ich probier's jetzt einfach. Okay, ist nicht für mich. Hat nämlich gerade geklingelt. 30%. Ja, wenn das noch weiter sinkt, haben wir ein Problem. So, wir haben es jetzt geschafft. Jetzt müsst ihr euch jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, obwohl ich von dem Spiel keine Ahnung habe. Hatten wir... Irgendwie haben wir es geschafft. Irgendwie. Melde mich zur Stelle. 3 Flotten zu bezwingen, keinen Planeten zu verlieren und nebenbei noch hier diese Sternbasen aufzubauen. Ich würde mal sagen, das ist verflucht gut gelaufen. Zusätzliche Credits benötigt. Oder? Was meint ihr dazu? Zusätzliche Credits benötigt. Bauwerk komplett. Ihr Freund und Helfer. So. Und dann? Alle Geschütze bereit. Und dann greifen wir hier an. Ich muss irgendwie Loyalität verbreiten. Erwing zur Verfügung. Das ist ein Riesenproblem. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Ja. Und ich habe hier schon 2 Übertragungszentren und das hilft nichts. Bauwerk komplett. Kann ich da nichts forschen? Was mache ich denn bloß? Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ich weiß es nicht. Aber jetzt schlage ich zurück. So viel steht fest. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Ja, ich schlag jetzt zurück. Ihre Befehle, Kommandant? Phasensprung auf mein Signal. Weil er hat hier... Ausbau des Planeten er hat hier auch nichts mehr stehen, was Kultur kaputt macht, aber... Phasensprung auf mein Signal. Wie schiebt denn sich alle das Energie hier? Auf den Sprungantrieb. Ja. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Phasensprung auf mein Signal. Ob der Strich noch rechtzeitig ankommt, ist fraglich.
Das ist sehr fraglich. Ja, vielleicht. Vielleicht haben wir Glück. Gegner hat einen Titan fertiggestellt. Ja, nachdem ich ihn zerstört habe. Oh ja, jetzt marschiere ich ein. Lasst mich hier nur kurz gucken. Okay, jetzt marschiere ich ein. Und jetzt nehme ich ihn. Den zerstöre ich jetzt, den hellblauen. Der hat jetzt verloren. Es sei denn, der grüne oder der lilane tauchen hier wieder auf und greifen an, aber ich glaub's nicht. Die haben auch enorme Verluste hinnehmen müssen. Das geht einfach nicht. Ja, vergiss es, ich mach gar nichts für euch. Ich werde euch alle kaputt hauen. So schaut's aus. So. Die Frage ist, brauche ich hier die Undock-Docks? Denn wir haben hier schon die Sonne, die Antimaterie herstellt. Ich glaube, hier brauche ich es nicht. Zumindest nicht auf allen Vieren. Ja. Zusätzliche Credits benötigt. Ich glaube, ich gehe hier mit den Konstruktionsbuchten. Zusätzliche Credits. Mal schauen, weiß ich noch nicht genau. Wir sind bereit. Ja, dein Planet gehört gleich Ziel mir. Oh, das ist sehr schön. So. 22% knapper kann es kaum sein, aber es funktioniert. Ihr Freund und Helfer. Für die Koalition. So. Commander an Deck. Jetzt haben wir ein 1:1 Verhältnis. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt besser. Ah, die Kultur schiebt sich schon nach. Ha. Es wird. Meine lieben Freunde. Es wird. Und der Planet gehört mir. Und das Schöne ist, ich habe hier irgendwo noch so ein Kolonieschiff. Aua, mein Ohr tut weh. Wo ist es denn? Hier. Und dann kann ich den Planet kolonisieren. Schaut euch das an, wie der bombardiert wird. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Wir haben eine feindliche Kolonie erlebt. Yeah! So schaut's aus. Und ich werde hier gleich weitermachen. Ich gehe jetzt hier einmal rundrum mit meiner Flotte des Todes. Volle Energie auf den Sprungantrieb. Sobald hier alles zerstört ist, gehört das Ding mir. Loyalität geht wieder hoch. Von enormen Ausmaßen. Sehr schön. Alles bereit, ein paar Mücken zu erledigen. Ja, dann hau raus. So. Wir haben den Kontakt zu einem unserer Planeten verloren. Was? Nein! Auf einmal! Komsat hat Feinde im Anflug erfasst. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Ich wüsste doch gern, was der Schwachsinn jetzt soll. Ah! Ah, das ist dieses Aufstand. Ah, okay. Unser Planet wird beladen. Weil er nicht mehr mir gehört und jetzt neutral ist. Ja gut, das ist egal. Das spielt ja keine Rolle. Lirope. Oh nein. Der gibt nicht auf, ne? Gibt nicht auf. Gut, muss er auch, ne? Das ist seine Sache. Zur Verfügung. Aber. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Fliegen wir wieder zurück. Freund und Helfer. Feuer bereit. Wie Sie wünschen. Schaffen wir schon. Den Planeten muss ich halt irgendwie kolonisieren, sobald die Feindkultur weg ist. Ich hoffe, das ist bald. Bin mir da nämlich nicht so sicher. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Naja. Raketenfrei. Ja, ist nervig. Kann ich jetzt nichts machen. Mein Signal. Wie er den Planeten einnehmen will, wüsste ich auch gern, denn der hat nix. Was mir irgendwie gefährlich sein werden könnte. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Wie bekämpfe ich die feindliche Energie auf den Phasenantrieb. Wie mache ich das? Phasensprung auf mein Signal. Das ist die große Frage. Wie mache ich das? Energie auf den Raumsprungantrieb. Gute Frage, ne? Ich habe keine Ahnung. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein.
Reparatur gefällig. Ein Park weisen so hier ein an. Elegantes Design. Yeah. Und der Rest greift hier an. Wo die Sternbasen ordentlich unter Beschuss geraten. Aber gut, das ist alles in Ordnung. Den Träger zerstören wir jetzt dann. Und dann hat sich das ja auch erledigt. Vorhang auf für meine neuen Schmuckstücke. Ja. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Der Geheimdienst warnt vor einem bevorstehenden Piratenüberfall. Solange sie nicht mich angreifen, ist alles gut. Ein Energieanstieg von Ah, da kommt ein Titan zurück. Stufe 8, ja, der wird sich umschauen. Phasensprung auf mein Signal. Phasensprung auf mein Signal. Comlink online. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Der wird sich umschauen. Waffensysteme online. Phasensprung auf mein Signal. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Hm. Energie auf den Phasenantrieb. Die macht's nicht mehr lange. An alle, vorbereiten zum Phasensprung. Aber das kann der alles probieren, wie er lustig ist. Denn auf lange Sicht wird er damit nicht glücklich werden. Selbst wenn er diese Sternbasis zerstören sollte, baue ich es halt neu auf. Ne? Aber hier kommt meine Verstärkung. Und dann hat sich das auch wieder erledigt. Ich muss nur dieses... Den muss ich jetzt zurückholen, den Planeten. Den will ich wieder haben. Der ist ganz wichtig. Er hat mir... Das war ein Viertel meines Einkommens, was ich hier jetzt gerade verloren habe. Das ist halt No-Go. Das geht einfach nicht. Wollen wir den Himmel mal säubern? Ja, diese Aufstandstruppen sind schon nicht schlecht, ne? Kann man nichts sagen. Bereit! Einer unserer Gegner hat einen Titan fertiggestellt. Passagiere schützen! Ob die Basis das hält, ist die Frage. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Wo ist denn der Titan? Den hat er gar nicht hingeschickt. Kluges Unsere Köpfchen. Flotte wird angegriffen. Idiot. Hört mal her, ihr Fliegerasse! Den könnte ich mir jetzt dann wieder einnehmen. Komsat hat Feinde im Anflug erfasst. Jetzt kommt der Titan. Oh, jetzt kriegt er aber aufs. Huhu! Diese Raketen feuern sich nicht selbst ab. Was jetzt, Commander? Ziele in Sicht. Und sofort auf den Titan. Die Basis hält das schon, aber der Titan. Den muss ich zum Rückzug zwingen. Höre laut und deutlich. Ihre Befehle, Kommandant? Ja. So, mehr Schaden, mehr Wumms. Her, ihr Fliegerasse. Höre laut und deutlich. Komm nee. Online. Der kriegt jetzt ordentlich Stress. Zeit ist knapp. Die Basis hält das, sorry. Der nimmt schon wieder nur unnötig Schaden. Der kann gleich wieder springen. Das sage ich dir. Euch. Was jetzt, Commander? Ja, das war's doch. Wer braucht Luftunterstützung? Naja, da könntest du schon noch angreifen. Wir sind bereit! Schade, die Musik war gerade richtig nice. Was soll zerstört werden? So, wo ist denn hier der Kolonie? Laut und deutlich. Kreuzer. Guter Plan. Der fliegt gleich zurück. Wenn er sich nicht gleich zurückzieht mit seinem Titan. Ne. Stufe 9. Tot. Wer kriegt's Level ab? Links oben schaut's hin. Und. Bams. So. Und. Sternbasis hat überlebt. Ich habe wieder viel verloren, habe ich das Gefühl. Vor allem einige Träger. Aber die bauen wir einfach neu auf und gut ist. Zum Phasensprung. So. Meine Roboter sind bereit. Ja, dann macht's doch da mal kaputt. Es dauert nicht so lange. Also normal müsste ich die Aufnahme jetzt hier unterbrechen, aber ich will zumindest noch den Planeten wieder aufbauen.
Und dann muss ich mich das nächste Mal darum kümmern, dass ich hier mit der Flottenkapazität, dass ich da auf 2000 komme. Irgendwie. Wir sind bereit. Getreu unserem Ziel. Ich werde nicht versagen. So. Ihre Befehle, Kommandant? Aber Flotte sind's, genau. Wir sind bereit. Nee, da gehen wir jetzt rüber. Das hat ja alles funktioniert. Hier könnte ich jetzt ein Novalett bauen. Phasensprung auf mein Signal. Bauen wir dahin. Phasensprung auf mein Signal. So. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Was? Berechne Sprungkoordinaten. Was braucht man noch? Schildgenerator? Na. Phasensprung abgeschlossen. Phasensprung auf mein Signal. Energie auf den Phasenantrieb. Wie viel kann ich denn hier bauen? Ja, warte. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Warte mal. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ah, gut, okay. Ein anderes Bauwerk steht im Weg. Machen wir es erstmal so, den Rest sehen wir dann. So, der gehört wieder mir. Airwing zur Verfügung. So. Sobald der aufgebaut ist, springen wir nach oben und greifen weiter an. Vielleicht gehe ich auch nach links und fange den hier wieder ab, wenn er hier so weiter wild, blöd, unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Bescheiden angreift. Ja, wieso nicht? Na, warum wir nicht? Sind bereit. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Dann greifen wir gleich da an. Bauwerk komplett. Mehr Logistik. Kann man alles brauchen. Bauwerk komplett. Ihr Freund und Helfer. Weil der sammelt sich hier. Und dann hau ich ihm das gleich weg. Gleich zeigen wir, der Boss ist hier. Unser Planet wird belagert. Oh nein! Was? Alle Energie auf den Sprungantrieb. Da ist irgendeine experimentelle Waffe draufgeballert. Wette ich mit dir. Sprungkoordinaten. Da, was hat der hier? Nichts. Nee, das hole ich mir alles. Der kriegt jetzt eins auf die Schnauze und gut ist. Irgendwann habe auch ich mal. Irgendwann ist auch bei mir Ende, ne? Mit Geduld. Irgendwann reicht's einfach. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo sie alle meinen Zorn spüren werden. Also ich lasse mir einiges gefallen, tatsächlich. Aber irgendwo ist Schluss. Wenn sie meinen, hier zu dritt gegen mich vorgehen zu wollen, dann bitteschön. Flieh ruhig, flieh. Ja, ja. Blöd KI. Aber ich sag euch was. Hä, was war das jetzt? So. Irgendwann kann er nicht mehr fliehen. Ich renn dem hinterher. Was soll zerstört werden? Ich jage ihn quer durch die Galaxie, im wahrsten Sinne des Wortes. Komsat hat Feinde im Anflug erfasst. Bis Ende ist. Ach, ein Verteidiger und noch ein... Pipifax. Nö, ich jag den jetzt. Die Sternbasis steht hier schon wieder fast perfekt. Läuft. Greift er jetzt an? Dann fliegt man wieder zurück. Dann hauen wir den Grün kaputt. Planetenentwicklung abgeschlossen. Irgendwann lernt das. Irgendwann lernen sie es alle. Airwing zur Verfügung. Ich meine, er kann es ja probieren, ne? Das Schöne ist halt, irgendwann wäre ich eine voll ausgerüstete, voll gelevelte, super mega starke Flotte haben. Und sie haben gar nichts. Sie haben dann zwar viel Zeugs, aber ich habe dann alles bis zum Boom gelevelt. Und dann hole ich sie mir. Phasensprung auf mein Signal. Vielleicht Base trade ich dann auch ein bisschen. Wir werden es sehen. Alle Energie auf den Sprungantrieb.
an alle. Vorbereitung. Ich meine, was soll das für ein Angriff sein? Der ist ja von Haus aus schon genauso schwach wie ich hier. Also, da musst du mindestens dreimal so viel reinbringen wie er derzeit, um hier gewinnen zu können. Erwarte Befehle. Ihr Freund und Helfer. Berechne Sprungkoordinaten. So, passt. Ihre Befehle, Kommandant? Dann kann ich mich wieder schön Kommandant. Hier sammeln. Das ist eigentlich ist das ideal. So, der Planet gehört auch wieder mir. Perfekt. Feindliche Truppen sind eingetroffen. So. Zusätzliche Credits benötigt. Ja, die Credits haben wir bald, hoffe ich mal. Wenn der Handel wieder passt. Derzeit schaut das mit dem Handel so ein bisschen nur aus. Ich habe natürlich auch einiges am Handel verloren. Planetenentwicklung abgeschlossen. Dadurch, dass das Bündnis aufgelöst wurde. Aber gut. Das stört nicht. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Ich greife jetzt einfach an. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht. So. Ich meine, der schafft's ja so schon nicht hier vor. Er schafft's ja gerade mal so eben an den Gauss-Kanonen vorbei, ne? Und das war's. Traurig. Planetenentwicklung abgeschlossen. So. Hier mache ich jetzt aber Ende. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.